Und dann zu sagen, ja, heutzutage, das sind irgendwie heutige Juden oder so. Nein, es gibt nicht mehr alle Stämme Israels. 144.000, die sind nicht von heute, sie können nicht von heute sein. Es sind Gläubige aus dem Alten Testament. Und lass mich dir noch was sagen, es sind Christen aus dem Alten Testament. Und nein, das ist nicht irgendwie einer meiner vielen Versprecher oder so, dass ich jetzt sage, dass es Christen aus dem Alten Testament sind. Ich komme dann gleich noch dazu, wie ich zu dieser Aussage komme. Ich meine das ernst. Es sind Christen aus dem Alten Testament. Ich komme gleich dazu, was ich damit meine. Offenbarung Kapitel 14, du kannst es gerne aufschlagen, ich lese es schon mal vor. In Vers 1, Offenbarung 14, Vers 1, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Aber es sind Gläubige, ja? Es sind natürlich Gläubige. Aber es müssen Gläubige aus dem Alten Testament sein, weil sie aus allen Stämmen der Kinder Israels kommen. Und das muss sehr, sehr weit zurückgehen. Wahrscheinlich noch bevor im Buch Richter der Stamm Benjamin fast vollständig ausgerottet wurde. Sie müssen sehr weit zurückgehen. Also es sind Gläubige, sie folgen dem Lamm nach, wohin es auch geht. Das sind die, diese sind aus den Menschen erkauft worden, Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Die 144.000 sind Gläubige aus dem Alten Testament. Sie sind Christen aus dem Alten Testament. Nun, wie kommst du zu dieser Aussage? Christen aus dem Alten Testament? Nun, lass mich dir was erklären. Im Himmel wird es nur Christen geben. Im Himmel wird es keine Juden geben. Im Himmel wird es keine Moslems geben, keine Hindus, keine Buddhisten. Ist es wirklich eine Überraschung, wenn ich sage, dass es im Himmel nur Christen gibt? Und wir sehen hier, die 144.000 in Offenbarung Kapitel 14 sind natürlich im Himmel. Das heißt, sie kommen aus dem Himmel zurück. Sie kommen auf die Erde während des Zornes Gottes, werden ihn nichts verrichten. Ja. Es sind Gläubige aus dem Alten Testament. Es sind Christen. Im Himmel gibt es nur Christen. Sonst niemanden. Aber nicht nur sie, die 144.000, sondern alle Gläubigen aus dem Alten Testament sind Christen letzten Endes. Im Himmel gibt es nicht irgendwie eine Unterscheidung zwischen Altes und Neues Testament. Aber das sind Gläubige aus dem Alten Testament. Das sind Gläubige aus dem Neuen Testament. Natürlich kann man sagen, sie stammen aus der Zeit des Alten Testaments. Okay, ja. Aber es gibt nicht irgendwie Altes und Neues Testament. Es gibt nicht den alten Bund und den neuen Bund im Himmel. Es gibt nur noch den neuen Bund. Der alte Bund ist vorbei. Das heißt, wenn du im Himmel bist, egal aus welcher Zeit du stammst, ob du Abraham heißt oder wer auch immer du aus dem Alten Testament bist, der im Himmel ist, du bist im neuen Bund. Du bist unter dem Neuen Testament. Das Alte Testament ist vorbei. Der neue Bund war zeitlich begrenzt. Es gibt den neuen Bund nicht mehr. Also, Christen sind die 144.000. Christen aus dem Alten Testament. Natürlich ist das etwas, was ich im Rückblick sage, okay? Ich behaupte nicht, dass sie damals so als Christen bezeichnet wurden. Natürlich ist es etwas, was ich im Rückblick sage, aus der Sicht des Neuen Testaments, dass sie Christen sind. Denn es gibt im Himmel nur noch das Neue Testament. Es gibt auch jetzt schon nur noch das Neue Testament. Und besonders im Himmel, natürlich wird es keine Unterscheidung geben, sondern du hast nur das Neue Testament. Das Alte Testament ist vorbei, okay? Es ist einfach zu verstehen eigentlich. Ich muss das, glaube ich, nicht weiter erklären. Das Alte Testament war zeitlich begrenzt, es ist schon vorbei, okay? Und natürlich, nur im Rückblick kann ich sagen, sie sind Christen aus dem Alten Testament. Erst, genau genommen, in der Apostelgeschichte wurden die Jünger in Antiochia als Christen bezeichnet. Das war wahrscheinlich irgendwie eine Schmähung, aber sie haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, ja, wir sind Christen, wir sind diese Leute, die diesen Christus nachfolgen, genau, ja. Und wir werden als Sekte bezeichnet, nicht wahr? Und dann würde ich sagen, ja, okay, wir sind die Sekte der Nazarener. So wurden Christen auch bezeichnet. Dann sind wir halt die Sekte der Nazarener. Wir sind diese verrückte Jesus-Sekte. Besser? Zufrieden damit? Also natürlich sage ich das im Rückblick, dass sie Christen aus dem Alten Testament sind. Lass mich dir noch was erklären. Das Alte Testament bietet keine Errettung. Lass mich das nochmal sagen. Das Alte Testament bietet keine Rettung. Und verstehe mich nicht falsch. Sage ich, dass man zur Zeit des Alten Testaments nicht gerettet werden konnte? Ist das, was ich sage? Das ist nicht, was ich gesagt habe. Natürlich konntest du zu Zeiten des Alten Testamentes gerettet werden.
Abraham wurde aus Gnade durch den Glauben gerettet. Jeder im Alten Testament wurde aus Gnade durch den Glauben gerettet. Aber der Bund, der alte Bund selbst, der angefangen hat und ein Ende hatte, der temporär war, der alte Bund selbst, hat niemals Errettung angeboten, hat niemals Gnade angeboten. Das Einzige, was das Alte Testament bietet, was der alte Bund geboten hat, war das Gesetz. Das Einzige, was das Alte Testament gebracht hat, war das Gesetz. Und das Gesetz verdammt dich. Das Gesetz errettet dich nicht. Also das Alte Testament bietet keine Errettung. Das heißt, jemand, der gerettet wurde zu Zeiten des Alten Testaments, wurde nicht durch das Alte Testament gerettet, sondern er musste durch ein anderes Testament gerettet werden. Denn das Alte Testament bietet keine Rettung. Alle, die jemals gerettet wurden, mussten durch das Neue Testament gerettet werden. Jeder, der jetzt im Himmel ist, ist unter dem Neuen Testament. Da spielt es keine Rolle, dass sie zu Zeiten des Alten Testaments gerettet wurden. Sie sind unter dem Neuen Testament. Es gibt nur noch das Neue Testament. Das Alte Testament ist vorbei. Jeder, der jemals gerettet wurde, musste durch das Neue Testament gerettet werden. Lass mich dir das erklären, wie das funktioniert. Hebräer Kapitel 9, Vers 15. Da heißt es, darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, Jesus, damit, da sein Tod geschehen ist, zur Erlösung von denen, unter denen, jetzt achte darauf, von dem unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, damit die Berufenen das verheißene ewige Erbe erlangen. Das heißt, Jesus ist gestorben, damit, ja, zur Erlösung von denen unter dem ersten Bund, unter dem alten Bund, unter dem alten Testament begangenen Übertretungen, damit die Berufenen das verheißene ewige Erbe erlangen. Jeder, der zu Zeiten des Alten Testaments gerettet wurde, der unter einem Testament war, das keine Errettung geboten hat, er wurde letzten Endes genauso durch Christus gerettet. Christus ist gestorben, rückwirkend auch für die Sünden, die unter dem ersten Bund begangen wurden. Hebräer Kapitel 9, Vers 16 bis 17, du kannst es auch gerne aufschlagen, wenn du es mit deinen eigenen Augen sehen willst, das ist in den nächsten Versen 16 und 17. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Also, ein Testament, natürlich tritt es erst in Kraft, wenn... Verzeihung. Ein Testament tritt natürlich erst in Kraft, wenn derjenige stirbt, der das Testament aufgesetzt hat, der das Testament gemacht hat. Nun, wie kann ein Testament in Kraft treten, wenn es nicht vorher existiert? Siehst du, ein Testament wird zu Lebzeiten aufgesetzt. Das Neue Testament musste zu Lebzeiten Jesu aufgesetzt werden. Und rate mal was, Jesus hat keinen Anfang der Tage. Jesus hat schon immer gelebt. Ehe Abraham war, bin ich, sagt Jesus. Jesus ist Gott. Er hat keinen Anfang und kein Ende der Tage. Zu seinen Lebzeiten wurde das Neue Testament schon aufgesetzt. Das Neue Testament, das gab es schon längst zu Zeiten des Alten Testaments. Bevor das Alte Testament überhaupt gegeben wurde, bevor das Gesetz gegeben wurde, bevor das Gesetz hinzugefügt wurde, gab es schon das Alte Testament. Und es muss existiert haben, wie ich dir gerade bewiesen habe aus Hebräer Kapitel 9. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Und Jesus ist eben für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen gestorben. Das heißt, jemand, der gerettet wurde zu Zeiten des Alten Testaments, wurde durch das Neue Testament gerettet. Das Neue Testament hat schon existiert. Es heißt auch, dass dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt wurde. Dem Abraham wurde im Voraus das Evangelium verkündigt, wozu ihm gesagt wurde, dass sein Same so sein würde wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Ufer des Meeres, bezogen eben darauf, dass wir durch denselben Glauben wie Abraham gerettet werden. Vertrauen auf den Herrn. Und wir sind Abrahams Same. Wir werden zu Abrahams Samen gerechnet. Wer ist der Same Abrahams? Nicht mehrere Samen, nicht Israel, sondern wer ist der Same Abrahams? Christus. Und durch Christus werden wir als Abrahams Same gerechnet.